Sogar noch in letzter Zeit so extrem viele Leute in Klammern wie ich mit League auf. LOL zuschauen ist ganz nice, aber selber spielen ist einfach nicht mehr unterhaltsam, sogar ganz im Gegenteil. Das ist jetzt deine persönliche Meinung und ich mag diese Aussagen nicht, denn ich höre sie häufig. Es hören in letzter Zeit so extrem viele Leute in Klammern wie ich mit League auf. Wer hört auf? Like, wer? Ich meine, ich verstehe, dass in deinem Freundeskreis ein paar Leute aufhören, aber wenn du jetzt sagst, extrem viele Leute, dann müsste. Wer? Nur so wer? Diese Art Aussage erinnert mich immer irgendwie an Trump so. Ja, ich habe ganz viele Freunde. So, ja, I mean, Bro. Seit Jahren sagen alle Leute mal mit League auf, League ist Kacke und die Spielerbase, die steigt die ganze Zeit. League ist ein tolles Game, Leute. League ist ein sehr geiles Game. Weil seit Jahren alle sagen, League ist dying, League stirbt nicht. League wird irgendwann sterben, aber höchstens, wenn Virtual Reality League irgendwie wegkickt, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Werden es wirklich mehr Spieler? Ja, die Rank Population im letzten Jahr ist angestiegen, wenn ich richtig informiert bin. Ich will jetzt da nicht lügen, aber wirklich schon. Aber das war auf jeden Fall das, was. Also, ich meine, auf jeden Fall die Viewerzahlen von eSport steigen die ganze Zeit an. Das ist hundertprozentig so, aber wie die genaue Spielerstatistik ist, müsste man auf OpenGG nachgucken. Actually nicht Grappling Pot gestartet, ich fress meine Worte. Nämlich sehr awkward mit meinem Grappling Pot. Weil ich dachte, er würde halt poken gehen mit Ahri. Die Grappling Pot spielen und nicht die Blade. Da habe ich keine Priorität. Junge! Meine Wave ist so insane jetzt. Er hat auch gegen die Wand geflasht, more or less der Duschen. Not bad. Er hat die Wave natürlich versucht, noch ein bisschen anzufreezen, dann bin ich gemoved und ihr seht ja, er verliert jetzt richtig viele Minions. Muss trotzdem TP'en. Ich werde auch TP'en müssen, aber es ist halt so nice für mich. Ganz kurz die Wave halten konnte, bevor ich hingerannt bin. Nein, meine Kanonenvasalleinheit. Oh Gott, zwei Tomshots für ihn. Er ist so sauer. Ich hab genau genug Mana um. Über Sekt, bitte beruhigen Sie sich. Nice, wir haben Serrated Dirk, wenn wir ihn wollen. Und Tier in Base, aber ich glaube. Eigentlich sollte ich doch genau das kaufen, oder nicht? Der Typ muss eigentlich fast wieder recallen. Pure Acceptor wäre auch nicht bad. Hast du Tipps für das Iraea wohl im Matchup? Es ist eigentlich ziemlich unplayable für Iraea. Ist auch ein Matchup, was null Spaß macht, weil du ihn nicht wirklich auch playen kannst. Wir gehen im Early Game Ham als Iraea gegen Volibear, aber wenn der PTA spielt, verlierst du auch das Early Game. Und I guess der beste Advice ist wirklich einfach dodgen. Bro, wie echt schlecht gemacht. Ich weiß, habe ich die Metz. Wir gucken gleich von rechts. Ihm! Er ist einfach weggerannt, Toplane, der Zac. Er hat die Krabbe gemacht mit Yuumi. Den ganzen Weg von hier nach da gelaufen, er ist einfach Toplane gelaufen. Er hätte auch nicht overextenden müssen, wenn wir den Jace, wenn wir den Viego gesehen. Also es war durchaus mehr mein Fehler als sein Fehler. Aber ich war halt auch safe, wenn er einfach gemoved wäre so. Aber ist fein. Mein Boy Zac ist gleich da. Bam. Jetzt loot ihn nochmal. Nein, nein, nein. Sweet me! Sweet me! Da kommt mal ein Fake Zac angeflogen. Okay, wir haben gerade hart gegrieft. Why is he so fast? Ja. Sein. Don't worry, Zac. Wir waren gerade alle gegrieft. Nicht nur du, wir alle. Yuumi auch, ich ebenfalls. Wir haben jetzt Boots in Base, das ist kinda nice. Gut, dass kein Chaos im Game ist. Er ist so sauer. Oh!
Zermana regenerieren mit Medifom. Hilfe! Wenn immer keiner auf mich reagiert. Ging das, dass er da ist, aber es reagiert keiner drauf. Not gut. Echt, der ist Level 11. Der ist scary. Yumi rettet ihn! Jetzt wird er zu Yumi. Actually, might lose, man. Viego ist so OP. Wenn wir da einfach auf mich reagieren könnten, Viego ist halt da so und dann laufe ich weg und Tam Kench kommt auch, aber wir finishen noch Grom. Oh, der Charm of Proc coming in klar. Wir verlieren das Game eigentlich noch. Fine, guys. Wir können den Typen besiegen. Wir müssen bloß ihn irgendwie durch sie ziehen. Das ist einfach so bad, auf Sideline gegen Viego zu fighten. Let's stop fighting Viego on side. Okay. What the fuck is he doing? Hat ihn unterm Turm gerootet. Nice, er ist Faker. Da müssen wir aufhören, Viego auf Sideline zu fighten. Da ist er zu OP. Eieiei, 11-1 Viego, die Jungle-Rolle. 3 Games in Folge. Nocturne, Karthus, Viego. Immer scary. At the smite ist es scary. Das ist ja eh schon seit Ewigkeiten die Devise. Viego ist nicht da, lass diven. Bring ihn an, Zack, mit Yumi ult. Das, wenn ich schon viel früher gedived haben, ist halt so bad. Eine ganz dicke Wave. Oder Zack tankt für mich. Zack tankt doch den Turm! Danke, Yumi, du hast Gehirn. Raus hier! Das Ding ist, er hielt es ja alles hoch, der TK, oder? Viego! Ja, und in den Stun rein von Viger. Nice. Er ist so fake. Wenn wir nicht gegroupt sind vorher, dann werden wir mitten so. Ich meine, warum der Zack jetzt auch sterben geht, aber noch. Ich habe ihn auch in den Viger Cage reingebasht, den Viego, mit meinem E, aber ist halt nicht gut genug. Der ist so fake. Hä? What? Ich habe gegrieft? Ja, ich habe gegrieft. Mein Filler. Das war wirklich einfach mein Bett. Ich bin mir zwar nicht wirklich sicher, was, aber crazy. Ich habe halt sofort umgedreht, als er auf Dingens gegangen ist. Auf Viger, der TK. Und es war der beste Play. Obwohl, wir hatten doch defensiv geultet und der Viego, er ist ein bisschen OP. Sag ich mal, Worte TP nur rauspushen, maybe. Auch in einem ruhigeren Team bei Team. Aber eigentlich ist es fast nicht möglich. Wenn TK nicht intet, dann kann er halt das Leben auch so viel leichter machen für seine Teammates, ne? Weil er halt einfach pressuren kann. Niemals genug Damage für die Mountain Soul. Oh. Hinter den Dingens. Oh, meine Q. I'm trying my best, Team. Hinter uns. Wo ist der Fake Vodibear, aka Viego? Die Triple Kill für Tolkien in der Duell. In der Respawn nicht so bald. Aber ich hätte einfach mich speeden sollen, auf ihn raufdashen mit Q, maybe. Aber auch bei einer Truppe mit Yumi einfach. Brauchen wahrscheinlich einfach wirklich Serpent's Fang für TK, um ein leichteres Spiel die Frontline zu töten. Ich mache ja auch gut Damage. Auch die Wave zu defenden wird hart.
Nein, ich hab geintet. Nein, ein Internet. Ich habe Tahm Kench nicht gesehen. Ich hätte Sonne essen müssen. Und einfach die Wave nicht contesten. Bullwerb war Botlane, beziehungsweise einfach ein Bad Fight. Ach man, krasse Bummer. Why do you ping me? Was war falsch mit diesem Weiger? Ich meine, das ist das Einzige, was uns für einen großen Teil des Games im Game gehalten hat. Oh ja, war einfach mal Bad. Crazy. Naja, letzter Fight war auf jeden Fall mal Bad. Meine Vego ist halt Todes-OP-Champion. Er ist halt so unglaublich OP. Und in so einem Game, wenn wir nicht bedrohen können, ich glaube, jetzt fängt es so spät zu kaufen, war auf jeden Fall Bad von mir. Definitiv.